Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Wir haben jetzt 5 vor 9, heute ist Samstag, der 4.8.2018, also im August sind wir im Moment und ja, ich möchte berichten über den gestrigen Tag und etwas vorausschauen auf den heutigen Tag. Also gestern war ich in der Bibliothek und habe meinen Ausweis verlängert. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, auch so als Testlauf für die Fahrt zum Zoll, die ich ja anvisiert hatte, weil ich erwartete, dass das Tablet jetzt über den Zoll kommt. Die Überraschung kam dann nachmittags, als es schellte und der Bote brachte mir das Paket. Jetzt kam also wieder da über GB diese seltsame Adresse da und scheinbar sein, dass da irgendwie so eine Enklave von Großbritannien zu sein. Und ja, was soll ich sagen, kein Zoll, das spart also wieder 34 Euro mindestens. Und ja, Gerät habe ich gestern ausgepackt, gleich ein Unpacking-Video gemacht, das ist hier weiter oben. Und der Schubi Hahn, der Schubi H9, ja, so heißt das Gerät, funktioniert dann los. Und die Einrichtung war nicht so kompliziert wie beim PC. Da ich jetzt schon vieles von Google übernehmen konnte und vieles ja online gespeichert ist. Und auf diese Weise hatte ich dann auch eine gewisse Sicherung. So, dass die Daten also nicht verloren gegangen sind. Ja. Ja, der gestrige Tag war also dem Tablet Rausch gewidmet und auch der heutige Vormittag noch, die heutigen ersten 3-4 Stunden waren wieder Tablet, also eine regelrechte Tablet-Manie. Um das jetzt alles auszuprobieren, welche neue Funktionen es gibt, ob der jetzt anders reagiert und so weiter und so weiter. Also man erkundet sich erstmal. Also ich erkunde es erstmal und so intuitiv, ob mir da irgendwas auffällt, dann muss ich mich an die Schalter gewöhnen und manche Rhythmen sind halt einfach anders. Ja, da hat 10 Stunden bei 94% Speicherauslastung, also der Speicher war zu 94% voll. Da wurde angezeigt, dass ich 10 Stunden Arbeitszeit hätte noch. Videos funktionieren einwandfrei. Die Schrift scheint mir etwas besser lesbar, etwas schärfer konturiert. Vielleicht durch die höhere Auflösung oder ja, also diese enorme Auflösung, die ich jetzt habe, die hat sich ja verdoppelt. Von 1200 zu 800 auf 2500 zu 1600. Das fällt mir so im Alltagsbetrieb so gar nicht auf. Ist das alte Tablet da kaputt gegangen, sodass ich keinen Vergleich mehr habe, dass ich die nebeneinander legen könnte, um so zu sehen, ja, da ist das Bild schärfer, da sind die Farben schärfer oder so. Aber mir scheint, dass die Farben besser sind. Und was da gezeigt wurde in dem einen Video, da war ja die Rede von irgendeinem Helligkeitsproblem, dass der zu hell wäre oder so und dass man den nicht in der Sonne gebrauchen könnte und so, ist mir so nicht aufgefallen. Ja, also rundum zufrieden könnte man sagen, ja, kann man sagen, rundum zufrieden. Die Frage ist jetzt, wie lange der USB-Kabel hält und
und ob ich schnell das Tablet entsorgen kann, weil ich kein passendes USB-Kabel habe, so wie das jetzt mit dem alten Mir passiert ist. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist die Webkamera anzuschließen, und ich habe auch noch nicht gesehen, wie man den Drucker aktivieren kann, den Netzwerkdrucker. Da gibt es bestimmt eine App. Ich hatte auf dem alten Rechner eine App, und die müsste ich dann, die ist auf dem neuen nicht automatisch drauf. Es sind überhaupt sehr wenig Apps vorinstalliert gewesen, nur so der Google Standard, und den Rest habe ich jetzt nachgeladen. Also die ich vorher auch schon genutzt habe. Ja, ich habe jetzt 4 GB Speicher. Vorher hatte ich nur 1 GB. Das ging eigentlich auch so, dieses Hin- und Herschalten. Ich habe dann immer eingepackt und den wieder hervorgeholt und so. Das geht jetzt schneller. Und die geparkten sind so übereinander. Und dann kann man die so abklicken, um die rauszuschmeißen, auszuschalten. Also, das sieht gut aus, das klappt gut und das ist sehr schnell. Aber ich habe nicht so den Eindruck, dass ich das jetzt irgendwie merke. Also ich hatte vorher einen Quad-Core, der war schnell meiner Meinung nach, und jetzt habe ich einen Decker-Core, der ist noch schneller, aber da den Unterschied zwischen den beiden, der geht mir nicht so richtig auf. Also die Webseite wird aufgebaut, aber ich könnte nicht sagen, dass sie jetzt schneller aufgebaut wird, oder also spürbar schneller. Ja. Ja, die Installation scheint etwas schneller zu gehen. Allerdings muss ich jetzt direkt zu Anfang da zweimal den Sicherungscode eingeben nach dem Ausschalten. Und das ist etwas umständlich, aber gut. Das Aufladen habe ich ja auch gestern ausprobiert, der geht relativ flott. Ich war bis auf 54-50% ungefähr runter, und dann 2-3 Stunden war der wieder voll. Ja, so viel dazu. Ja, jetzt haben wir gleich 10:50. Heute liegt noch Bewässerung vom Garten an. Vielleicht Einkauf, eventuell Walking. Ein paar Kilometer. Radtour muss ich mal sehen, und dann eine 2. Ergometer-Tour. Schauen wir mal. Ja, das war es erstmal von hier und tschüss.